Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zu Tag Nummer, ich glaube, 24. Ja, ich glaube schon. Und zwar, heute geht es um was ganz anderes. Denn ich gehe auf Weltreise. Also zumindest könnte ich theoretisch auf Weltreise gehen. Und genau da kommt ihr jetzt nämlich ins Spiel. Man kann sich aktuell bei Veleda, auf der Seite von Veleda nämlich, bewerben für eine kleine Mini-Weltreise nächstes Jahr zwischen März und Juni. Und ich würde das sehr, sehr gerne machen, weil ich das zeitlicher hinkriegen würde und die Chance eben da ist. Und wenn man schon mal so eine coole Möglichkeit hat, dann ja, wäre das auf jeden Fall mega cool, das auch zu nutzen. Und da ist es aber so, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass man dafür quasi man muss abstimmen. Also das heißt, ihr könntet jetzt auf die Seite von Veleda gehen und könntet dort für mich abstimmen und eben für mich wählen. Und es wäre mega, mega, mega cool und ich wäre euch echt so dankbar, wenn ihr das auch machen würdet. Ich verlinke euch dann gleich mein Profil hier bei diesem Video. Und ja, es wäre eben total cool, wenn ihr das machen würdet, wenn ihr auf die Seite geht und da einfach für mich mal abstimmt. Und dann wäre es nämlich so, dass ich nächstes Jahr in dieser Zeit für Veleda unterwegs wäre. Also das heißt, ich würde dann in diesen 3 Monaten quasi so eine kleine Weltreise machen und würde da die ganzen Veleda-Gärten mir anschauen dürfen und darüber für Veleda auch bloggen. Das heißt, ich würde dann im Blog und ich glaube auch auf Videos, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob beides oder eins davon oder unterschiedlich, darüber eben berichten, wie das dort ist oder was man dort alles so sich anschauen kann und so weiter und natürlich auch ein bisschen was über das entsprechende Land. Und da ich ja schon lange, lange, lange irgendwie den Gedanken habe, mehr reisen zu wollen, aber auch natürlich das irgendwie mit Arbeit verbinden wollen würde, wäre das halt mega cool, weil das eigentlich alles so verbinden würde. Ich könnte bloggen, ich könnte Videos machen, ich würde natürlich euch auch schöne Fotos schicken und würde einfach da euch berichten, wie das alles so ist. Und fände es einfach mega, mega cool, das machen zu können. Und das heißt aber jetzt, dass jeder, der das hier sieht oder dass ihr auch alle das natürlich gerne mit euren Freunden teilt und dass ihr alle bitte da auf meinen Link geht und dort für mich abstimmt. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es dann so, dass Veleda, ich weiß nicht, ob es nur um die Stimmen geht oder ob die da auch quasi so eine Art Hausrecht Mitbestimmungsdings dann für sich haben. Ansonsten wird es eben Mitte September geschaut, wer wohl am meisten Stimmen hat oder es werden eben die am meisten da gewählt wurden, dann eingeladen zu Veleda und dort nochmal eine Art Bewerbungsaufnahmeprüfung, Testlauf machen und dann kann man es eben da gewinnen. Und ja, das wäre halt mega cool. Also von daher, ich würde das total gern machen und ja, bitte, bitte, bitte wählt mich. Jetzt fühle ich mich irgendwie wie bei Big Brother oder im Dschungelcamp oder sowas. Ja, ruft für mich an. Also in dem Fall klickt für mich, stimmt für mich, wählt für mich. Und das wollte ich jetzt euch gerade mal drum bitten. Ich habe nämlich auf morgen endlich es geschafft, jetzt meine Bewerbung da abzuschicken und habe gerade die Nachricht bekommen, dass die auch angenommen wurde. Also sprich, ich kann ab sofort mich wählen lassen und habe jetzt gedacht, ich nutze direkt die Gunst der Stunde von meinem heutigen Video, indem ich euch einfach mal darum bitte, einen Gefallen für mich zu tun. Es kostet euch nichts, also ihr müsst euch da auch, soweit ich weiß, nicht anmelden oder so. Einfach nur draufklicken und mir ein Herzchen geben, also so ein Herzchen zum Abstimmen. Und dann wäre das halt echt mega cool. Also ich würde euch natürlich da auch auf dem Laufenden halten, wenn ich in der Vorauswahl bin. Hallo Frank, ich setze den gleich hier den Link. Also ich mache den dann gleich, sobald das Video online ist, schreibe ich den mit dazu. Das wäre total toll. Dankeschön. Und ja, wenn es dann wirklich klappen würde, wäre es halt echt mega, mega cool. Ich würde euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten und da immer berichten, wie das alles ist. Und von daher mache ich das auch jetzt direkt gleich und beende das Video heute schon direkt jetzt und setze euch dann gleich noch den Link hier dazu. Und dann könnt ihr quasi für mich abstimmen. Ich danke jedem, der das für mich macht und hoffe einfach, das klappt und dann bin ich vielleicht schon mal auf Weltreise und wir sehen uns dann. Vielen Dank euch!